Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rale is Banished. Unsere Essenssituation ist sehr am sich verbessern. Wir haben gerade eine leichte Überproduktion wieder, wir können genug Zeug einlagern. Eins meiner Hauptprobleme war eigentlich, dass sie. Oh, und da ist eine Traderin. Was willst du mir denn Schönes vertraden? Essen. Ganz ehrlich, ich nehme das jetzt einfach nur, um sicherzustellen, dass sie auch genug hat für alles. Weil wenn die da 830 von dem ganzen... Ah, na, dismiss. Ich tue gerade nichts vertraden, weil ich will jetzt denn das da mit 2000 Wolle anfüllen, denn dann kann ich danach 10.000 Essen auf einmal hertraden, wenn es mal wieder schlecht geht. Da, und genau das meine ich, ich habe da zum Beispiel gerade kein Storage sparen Platz. Aber der da ist halb voll, da liegt einfach Essen um. Da oben wird es eine gebaut, der ist auch dann schon, da fehlt nur noch Stein. Wenn einer herkommt und, mir Stein hertraden will, das nehme ich dann gern an. Weil das ist gerade eins der größten Probleme, die ich habe. Warum sterben dann mehr Hühner, wie das nachkommen? Ah, Moment, ich habe schon wieder vergessen, ich brauche mehr Herdsmen. So, ich glaube, ich kann die letzte Mine wieder aufmachen. Denn mittlerweile habe ich wieder genug für alles da. Und jetzt werden wieder so viel Leid geboren und sterben und alles Mögliche, dass da unten die Anzeige schon ein bisschen hinterher ist, wenn man so will. Ja, da jetzt wieder für 90 Leute irgendwie Bildjobs habe, tun wir mal mehr Bilder machen. Und mehr Stonecutter im Ganzen. Und dafür brauchen wir aber alle 10 Bilder nachher da. Jetzt haben wir nämlich da die ganzen Stonecutter-Sachen, da oben sind alle wieder so, dass sie was produzieren. Da die ganze Hausreihe für die Stonecutter wird dann auch dementsprechend jetzt dann wieder mit Stein befüllt. Ja, wenn man einen Trader Stahn geben will, der letzte Trader hat ja Stahn gehabt, der mir viel zu viel für seine ganzen Werkzeuge gegeben hat. Es wert. Also ich glaube mittlerweile ist auch die letzte Kapelle fast voll. Na, 62 Memberlei. Ja, geht sich aus. Das heißt... Wir sind gerade bei 450, 462 Leute, was wir haben. Started working as a laborer. Gut, dann geben wir da mal bei die Vendor 5 Leute wieder dazu. Ich glaube, dass ich 5 Marktplätze habe. Ich glaube, 12 war noch besser. Das ist doch viel mehr teilbar. A high composite number, wie man den Blödsinn so schön nennt. Da wird die nächste Ding bald fertig. Da noch ist Eisen ausrammen. Und wie gesagt, die Pasture da hinten bleibt leer. Ein Händler. Okay, was willst du mir? Du willst mir Stein geben. Dann bitte gib mir einfach mal deine 400 Stein. 2800 durch 5. 28 durch 5 war ca. 5. Sagen wir da mal 500 davon. Und dann müssen wir nochmal um 300 auf. Ich glaube, das kann ich traden. So, jetzt wird nämlich der Stahl dann einfach da vorne im nächsten Stockpile eingelagert. Aber was hättest du denn noch für mich? Weil du hast nämlich relativ viel. General Goods Vendor. Na, du hast noch Samen, die ihr schon habt, du hast Chestnuts etc. Wie schauen wir mit dem Essen aus? Used last year, produced last year. Wird wieder knapper das Ganze. Vor allem, ich habe einfach schon wieder, glaube ich, 50 Leute mehr. Und ich bin gerade wieder beim ziemlichen Dip dabei.
Ja, die Passers da sollten bitte schneller fertig werden. Das war ziemlich cool. Die kriegen jetzt alle einen Priority Increase. Und die Bauer schon gleich die nächsten drei. Einmal 20 und 20 bitte. Wo ist da die... Da ist der eine Ausgang. Passt. Dann das Ganze da daneben gleich nochmal. Zwischen lassen wir eins frei. Ah, da geht es sich nicht aus wegen am Hügel. Sondern da auch oben circa. Das ist okay. Und das geht sich jetzt höhentechnisch eh für die aus. Ich will jetzt immer viel zu groß aufziehen. Aber das ist jetzt aber genau dabei, oder? Ja. Das heißt, es kommt da auch gerade noch ein Feld höher. Damit ich dann da noch eine Straße durchziehen kann. Weil da kann ich gleich die nächste machen. Passt. Jetzt habe ich dann sozusagen gerade zwei, wenn ich jetzt nur zwei Pastures mache, dann habe ich wieder dadurch die genug und eine über. Die eine über kann ich aber zum Beispiel da dahinter einfach einerziehen, weil ich die ja dann eigentlich nicht bewirtschaften muss. Ja, das mache ich. Die ziehe jetzt einfach da dahinter direkt einer. Aber ich trage trotzdem das Haus richtig her. So. Das ist dann mein Bonus-Pasture und dann haben wir die und dann hast du jetzt wieder Straßennetz. Ah, da muss ich jetzt oben mal fahren, weil wegen... Passt man, wenn ich da oben herfahre. Und da ziehen wir einfach nochmal eine Straße extra ein. Und da die Wege aber. Trading Post. Nope, danke. Ah, da ist jetzt genug drin, dass also genug Stahl drinnen, weil wegen, ich habe jetzt Stahl gekauft, dass das Haus weitergeht. Das ist sehr schön. In dem Haus ist immer nur ein Stahl drinnen, derzeit. Mein Holz geht derzeit wieder gut auf, das ist also unverbrauchbare Ressource, das ist ausgezeichnet. Was kann ich da jetzt noch machen? Also ich habe jetzt einmal Pastures aufgebaut. Die da hinten ist nicht so wichtig. Das ist mein Bonus-Pasture. Und jetzt habe ich da dann immer noch genug für alles. Da wir da herunter das Hühnchen haben, kann ich da wieder ein Dreier-Kombo mit Kettle... Scharfe Hühner machen. Oder Kettle, scharfe Hühner, je nachdem, was sie zuerst fertig machen. Kannst du bitte einfach da das letzte Ding ausnehmen, dass man jetzt noch nicht hin und her gehen kann? Ja, danke, jetzt hat er das genommen. Jetzt kann man nämlich Loks einfügen. Und Holz haben wir ja genug. Die Barns werden mit der Zeit jetzt fertig. Ich tue noch ein paar Arbeiter dazu. Ich tue aber jetzt auch noch viel mehr Wender eine, weil die einfach das Ganze schmieren bis zum Umfallen. Also die schmieren das Radl, auf dem die Stadt läuft. Und das ist was, das gefällt mir nicht. Ich habe derzeit eben viel zu wenig Baseline Production. Display. 5 Years kann ich mir anschauen. In den letzten 5 Jahren haben wir mehr. In den letzten 2 Jahren haben wir mehr. Da. In den letzten 100 Jahren haben wir im Ganzen mehr produziert, wie wir verbraucht haben. Aber irgendwie, ich glaube, ich sollte auf die letzten 2 Jahre schauen, weil ein Jahr ist jetzt derzeit so, ja, noch nicht aussagekräftig.
weil derzeit die Population immer weiter steigt. Was jetzt aber wieder aufgehört hat, ein bisschen. Also jetzt kommen wir dann zu den ganzen Millennials. Jetzt sind alle Häuser wieder besetzt, jetzt ist alles wieder voll. Alle haben Arbeit gekriegt bis jetzt und jetzt wird es dann schwierig. Jetzt haben wir dann eben Laborer, sind eigentlich auch Arbeitslose, in Anführungszeichen. Von denen haben wir jetzt dann wieder mehr demnächst. Hoffentlich werden das auch nicht allzu insensitive, also, weiß nicht. Ich hoffe, da kommen auch nicht allzu komische Leute außer, wie wir derzeit haben. Mehr Laborer. Weil die tun eben automatische Leiter setzen und es sind gerade ein paar Leute nacheinander gestorben. Ich kann gerade nicht schneller dran. Ich würde es gerne noch schneller dran, das Spiel. Weil es eh den verdammt coolen, das verdammt coole Feature dabei hat, dass es einfach sich selber, also dass es einfach von selber nachher anfängt zu stoppen, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist. Ich fahre jetzt wieder wegtraden durch das ganze Inventory. Wie viel habe ich Wolle? Ich habe 2000 Wolle. Und ich habe 1000 irgendwas Leder. Nein, ich brauche jetzt aber gerade einmal kein Essen. Also kein extra Essen. Purchase. Auto-Purchase. When Merchant arrives. Wenn Merchant leaves. Ich glaube, da sollte man ein paar Auto-Purchases eine machen. Aber noch nicht Heads. Nein, ich sag einmal Dismiss. Ich bin am überlegen, was ich dem noch wegtraden könnte, aber es bringt gerade alles zusammen nicht viel. Und ich rede davon, dass die Babyboomer gerade vorbei sind und da steht einfach nur was bauen, was bauen, was bauen, was bauen, was bauen, was bauen, was bauen. Und jetzt fangen die Leute wieder an zu arbeiten. Pumpkins, Pepper, Peach, ja. Hey, ich hab 2 warme Codes eingelagert. Wow. Das ist schon mal was. Weil das heißt, alle haben wieder was dabei. Reserve of Stone is low. Ja, das ist mir klar. Da ist ja, glaube ich, gerade überall einfach mal Stein eingewandert in alles, oder? Wenn ich denke, allein die ganzen Häuser da haben wir einfach schon 200 Stern verbraucht und die 400 gekauft. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das Gewusel sau cool einfach und irgendwie ist es echt creepy. Es wird ja, es wird ja. Eisen füllt sich hier auch wieder. Und ich glaube, ich brauche bald wirklich mehr Blacksmiths, dass sich das alles ausgeht. Und irgendwie sind die aber einfach nicht gescheit genug, dass Stahldinger herstellen. Das heißt, ich gehe doch jetzt alles auf Eisen umstellen. Denn scheinbar ist es mit Stahl einfach nicht möglich. Sie lagern es ein, aber irgendwie nimmt das nicht der Blacksmith her, kommt mal vor. So, die Arbeiten, was wir für die Bilder haben werden, schon langsam fertig und weniger. So, wir haben Spring, wir haben genug Leute bei den Farmen dabei. Dann zeig mir, Game, wie gut du mit deiner ganzen Ding bist. Ah, da ist das ganze Starnzeugs hergewandert. Ja, okay, na, die sitzen auch an der Quelle. Natürlich sind die fast fertig. Nomads have arrived at the town hall. Wie viel haben wir denn da? 56 Nomaden. Da muss man zuerst mal Produktion anschauen.
vom letzten Jahr am besten noch. Da bin ich knapp drüber. In dem Jahr habe ich noch nicht so viel Essen produced, habe aber schon mehr verbraucht. Ich bin halt im Moment aber auch nicht gut gepolstert, aber ich habe ein bisschen was. Und ich glaube, ich muss da fast so machen. Beziehungsweise vielleicht da gleich. So, weil jetzt kann ich nicht mehr weiter auftun, das Ganze. Weil Essen sollten sie nie aufhören zu produzieren. Ungern, aber nein, ich nehme sie mit einer. Wer von Anker hat mir jetzt die Krankheit eingeschleppt? Na, du warst sogar schon da. Is getting something to eat? Ja, schön. Aber meine Ärzte sind eh am Tun und Lassen. Aber wir haben jetzt genug Laborer. Ich lasse jetzt die einfach mal bilden bis zum Umfallen. Und ich stelle das jetzt sogar auf 30 auf. Da Stonecutter, ich tue da noch 4-5 Wände dazu, sagen wir 25. Damit sich das noch ein bisschen mehr schmiert, das Ganze. Und dann schauen wir mal. Da drüben sollte ich auch noch einen Market irgendwo hinbauen, glaube ich. Vielleicht da oben. Weil da passt zwar noch Pasture einer, aber am Market würde sich sicherlich noch gut tun. Okay, mittlerweile werden dann die ganzen Storage Barns fertig, was ich noch gebaut habe. Ihr habt jetzt nämlich, glaube ich, fast verdoppelt. Kann das sein? Warum kann er den noch einen Gatherer und dann die Dinge einbauen? Gatherers hat und dann Hunter machen wir dann daneben. Machen die Straße noch dazu. Weil letzten Sachen, die habe ich jetzt natürlich dann nicht mehr so oft hergebaut wie vorher. Leiter werden zu Ständen mit 400 Arbeiter. Wovon 250 keine Werkzeuge haben. Ah, schön. Und 16 Leute sind krank? Warte, der Outbreak ist jetzt aber ein bisschen mehr serious wie vorher. Ich brauche noch einen Arzt. Und die können wir niederkarten. Aber was habe ich gesagt? Ich brauche noch einen Arzt. Arzt, da ist der Arzt. Wo tun wir die taktisch hin? Wir haben da einen Arzt, wir haben da oben einen Arzt. Da herunten sind auch viele Leute, was wohnen und arbeiten. Da geht er sich gerade nicht aus. Da daneben geht er sich aus. Und dann tun wir den Speed wieder hoch dran. Ein Orchard. Der Fall ist N. Orchard has developed an infestation. Case has replaced Max Valley. Max Valley als Stonecutter. Na, der hätte Elektriker werden müssen. Ein paar Gleichungen aufstellen. So ein paar Max Valley Gleichungen. Einer ist heimatlos, der ist auch jetzt nicht mehr heimatlos. 5-6 sind zu kalt. Oder haben zu kalt, das ist dann auch nicht so viel. 26 Leute sind krank, 28 Leute sind krank. Ich kann aber glaube ich nur maximal irgendwie, es sind 30, was ich maximal im Krankenhaus haben kann.
Und irgendwie kommt mir vor, ist jetzt gerade 10-fach Speed, nicht mehr so viel 10-fach Speed. Aber ich habe mich wahrscheinlich schon so dran gewöhnt jetzt. Die nächste Pasture ist fast fertig. Es soll sich ausgehen, dass ich die jetzt noch einfach direkt mit einer da heroben splitten tue zum Beispiel. Kommt aber her und tut bitte die letzten 16 Bild da einstecken. So, jetzt hat jeder von Enk eine Aufgabe komplett für sich. Scarlet Fever haben die Leute also gerade alle. Ne? Aber ja, die sind jetzt dann alle zum Fertigen machen, ein paar weniger Bilder, weil da muss ich nicht so aufpassen da drauf. Aber ich glaube, wir haben es dann wieder für heute. Yep. Mehr kann ich gerade auch nicht wirklich machen, außer jetzt wieder ein bisschen warten. Das lassen wir noch ein bisschen laufen. Deswegen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und das war's schon wieder von den Kamerale. Ciao, ciao.